Mesdames et Messieurs, willkommen hier im Moulin Rouge, ne? Tag erstmal, ne? Hier, ne? Kunst des Mordens, wir sind im Moulin Rouge. Das haben wir uns, glaube ich, schon angeguckt, ne? Wir haben hier. Oh, die Seite. Oh, Cracker, nimm dir jetzt mal einen Keks, bitte, Nicole, nimm den Kosmetikartikel. Wenn ich nur mehr Zeit vor dem Spiegel verbringen könnte. Wenn ich nur mehr Zeit vor dem Spiegel verbringen könnte. Sind hier irgendwas noch was wichtig ist? Flasche. Ein Medizinfläschchen? Und was ist darin? Was ist das? Ein Medizinfläschchen? Und was ist darin? Ist das ein Kreuz? Dass man das nicht drehen kann. Das sieht aber auch wie ein Kruzifix aus, ne? Da ist noch irgendwas geknittert. Kann man das... Oh. Ein silbernes, reich verziertes Kreuz an einer Halskette. Okay, schön. Und das? Brausetabletten. Außer, dass es Medizin ist, gibt es dafür auch noch eine andere, spektakuläre Verwendungsmöglichkeit. Die da wäre? Was macht man mit Aspirin sonst noch? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, meine lieben Leute. Sonst noch was? Ja, ich glaube, das war's erstmal, ne? Schöne Crazy Miss Cookie. Aha. Ja, hat was, ne? Kosmetik, genau. Sie ist ja traurig, dass sie sich nicht genug schminken kann, aber können wir jetzt leider erstmal keine Rücksicht drauf nehmen. Hier ist der Papierkorb. Oh, was ist das? Die haben wir uns ja auch schon angeguckt. Das haben wir schon gehört, das Gespräch beim letzten Mal. Sonst noch irgendwas hier? Was sehe ich denn hier? Was ist das? Wir machen Licht natürlich wieder aus. Wir sind ja, ne, energiesparende Leute. Aha. Dann gehen wir wieder raus. So, würde ich sagen, dann gehen wir mal nach oben. Kommen wir nach oben? Ach, das ist die Tür. Ne, Moment, da wollte ich gar nicht von da oben. Kann ich nicht nach oben? Komm mal her, Nicole. Wieso kann ich nicht nach oben? Ich will sofort nach oben. Kiste. Okay, pass mal auf. Können wir mit dem Arm hier das Ding kaputt hauen? Um die Axt herauszunehmen, muss ich das Glas zerschlagen. Ich könnte eine Axt gebrauchen. Was meinst du, warum ich... Oh, wo kommt denn der Ring her? Wie kann ich nachprüfen, ob das wirklich ein Diamant ist? Das habe ich jetzt nicht... Wo kommt der her? War der in der... Wie kann ich nachprüfen, ob das wirklich ein Diamant ist? Wo kommt der her? Ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt, wo der herkommt. War der auch in dem Dings drin? Okay, können wir nachprüfen. Pass mal auf, hier, da, einkreisen. Wir brauchen eine andere Lösung. Wie hier, ein Glas müsste, Diamant müsste schneiden. Geht nicht. Okay, Das nennt man Versuch und Irrtum. Das nennt man Versuch und Irrtum. So, können wir denn da irgendwas mit machen? Und das will sie ja auch nicht. Diese Objekte passen nicht zusammen. Kann man doch super einhauen damit, ne? Da geht's in die Garderobe. Kleidung. Aber wir kommen hier nicht hoch. Das finde ich ja schade. Okay, dann gehen wir mal weiter. So, mal gucken. Was wir sonst noch machen können. Kommen die Tür irgendwie rein. Können wir denn... Okay, da kommt nur die Sequenz nochmal. Okay. Also ich würde mich da irgendwie rausquetschen, aber gut, ich bin nicht Nicole Bonnet. So. Können wir hier in die Tür gar nicht rein? Exit, hier nochmal kurz hier ein Fragezeichen. Okay. Hier, guten Tag. Das hier funktioniert sind's. Nicht. Ja, das war klar. Komm hier. Jesus, hilf. Was? Dieser Schlüssel war in dem Silberkreuz versteckt. Welcher Schlüssel? Na, das nenne ich mal eine helfende Hand. Cool. So, warte, jetzt mal ganz kurz. Welcher Schlüssel? Das funktioniert nicht. Schlüssel können wir denn da... Oh, Moment, da war da ein Schloss dran an dem... Warte mal hier. Das nennt man Versuch und Irrtum. Was hat jetzt gerade vom Schlüssel gelabert? Dieser Schlüssel war in dem Silberkreuz versteckt. Ach, hier. Silberkreuz, ne? Okay. Okay. Können wir denn hier die Tür aufsprengen oder so? Das ist sehr drastisch, ich gestehe, aber... Komm, Nicole. Wir sprengen uns den Weg frei. Abgeschlossen.
Das funktioniert nicht. Wieso machst du das mit der Türe nicht? Man macht das irgendeinem Grund nicht. Okay. Hier vielleicht da? Ne, macht es wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ja, sonst haben wir hier aber auch nicht sehr sonderlich viel, ne? Dann gehen wir mal zurück, aber dass ich hier nicht hochkomme. Weil jetzt hier in Kiste, kann ich die vielleicht mit dem... Das wär albern, lieber. Das wäre wirklich richtig albern, wenn das jetzt funktionieren würde. Wir brauchen eine andere Lösung. Okay, pass mal auf. Können wir den Arm denn mit der Kiste... Gut, dass Plastikhände nicht bluten können. Verdammt, wo ist sie? Was? Magst du keine Nachtclubs mehr? Ich habe gesehen, wie sie reinging. Sie muss sich hier irgendwo verstecken. Wenn du sie gleich kalt gemacht hättest, könntest du schon vor der Glotze sitzen und Bier trinken. Ja, es war dunkel und ich bin gestolpert. Dann geh jetzt runter, mach das Licht an und erschieß sie einfach. Aber fall nicht wieder hin. Jemand ist oben. Ich sollte verschwinden. Ja, aber ganz, ganz zügig sogar. Dieser Feuerlöscher eröffnet interessante Möglichkeiten. Was sagst du? Gebündelte Energie in einer Metallflasche. Okay, hier, da, jetzt vielleicht. Hier. Geht nicht. Okay, Diese Objekte passen nicht zusammen. Willst du mich verarschen, Kind, Es gab mal einen Künstler, der so etwas für seine Werke... Okay, Diese Objekte passen nicht zusammen. Der Typ ist hinter uns her. Pass mal auf, wieso haust du denn jetzt die Tür nicht ein? Denk nach, Nicole. Okay, gehen wir mal in die Garderobe? Machen wir hier Licht an? Aber hier gab es auch keinen Ausgang. Wieso sind... Ach, das war die, die wir schon gesehen haben, okay. Ne, brauchen wir nicht. Gibt's denn hier sonst irgendwas? Hm. Tür? Moment, jetzt mal ganz kurz Fragezeichen. Okay, Garderobe. Diese Objekte passen nicht zusammen. Hm. Aber wo könnten wir die Feueraxt gebrauchen, liebe Leute, jetzt mal ohne Scheiß, wenn nicht hier bei dem... Denk nach, Nico. Ja, es ist schon gut. Ich denke ja. Geht nicht. Geht nicht, habe ich mir fast gedacht. Hm? Eine Feuerwehraxt, mit der man Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Ja, würde ich gerne machen, aber du machst es irgendwie nicht. Hier, Ausgang. Wir brauchen eine andere Lösung. Okay. Feuerlöscher abstellen. Aha. Ah, das muss einem auch gesagt werden. Okay. Ventil, komm hier. Rohe Gewalt, bitte sehr. Wer zum Geier war da drin? Also eigentlich will ich es ja nochmal ganz gerne rausfinden, wenn ich ehrlich bin. Wir machen mal Folgendes. Ich will das mal ganz kurz speichern. Ich will da nochmal runter. Das ist so, Spiel gespeichert. Fortsetzen. Bitte sehr. Ich sollte hier sofort verschwinden. Okay. Na gut, dann, Jungs, habt ihr was gesehen? Was gehört? Ihr habt nichts gesehen gehört, ne? Okay, aber wer war das denn? Das ist ja tricky. Hier, da, Auto, bitte sehr. Was tun Sie in meinem Auto? Augen auf die Straße. Was haben Sie in der Garderobe getan? Sie verlassen jetzt das Auto, sonst rufe ich die Polizei. Ja, Inspektor Petit wird sicher mit Ihnen über den Einbruch im Moulin Rouge sprechen wollen. Haben wir irgendwelche gemeinsamen Freunde? April 3:45 Uhr. Wandschrank. Steht da oben. Lieber, da steht Wandschrank. Wer ist der Knabe? Ach, das ist ein Detektiv.
Herr Detektiv, wenn ich bitten darf. Jack Dupree. Was wissen Sie über Jack Dupree? Ich weiß, was er die letzten Wochen so getrieben hat. Er hat reihenweise Menschen umgebracht? Kommen Sie, das glauben Sie doch selbst nicht. Das glaubt zumindest die französische Polizei. Die hat ja auch keine Wahl. Die Wochenendzeitungen bleiben immer länger im Gedächtnis. Die Polizei tappt im Dunkeln und das kann sie nicht zugeben. Ja, stimmt. Was genau hat Dupree eigentlich hier getan? Er wollte Ahnenforschung betreiben. Ah, noch so ein Amerikaner auf den Spuren seiner Vorfahren. Spuren, die 200 Jahre alt sind. Wie ist denn seine Geschichte? Düster und tragisch. Stellen Sie sich vor, das Chaos während der Französischen Revolution. Die Menschen fliehen vor der Guillotine. Fangen Sie doch ganz von vorne an. Ein Aristokrat, Jean-Jacques Bougainville, unterzeichnete ein Abkommen mit einem gewissen Lucas Carnot. Und wer von den beiden ist Duprees Vorfahr? Bougainville. Carnot sollte die Überfahrt der Bougainvilles nach Amerika sichern. Nur leider ging etwas schief. Beinahe alle wurden gefangen genommen und hingerichtet. Und was hat das mit den Morden zu tun? Jack fielen in New Orleans einige Briefe von einem mysteriösen Mr. Taney in die Hände und das brachte ihn auf die Idee, Nachforschungen anzustellen. Und dann kam Jack hierher, um ihn zu sehen. Kam es denn zu einem Treffen? Nein. Kano, ist denn der Typ, der uns die Karte gegeben hat, nicht in der Kano? Stehst du da? Stehst du in der Kano? Ich weiß es nicht ganz genau. Kiste. Jack sagte, ihm sei etwas angehängt worden. Ich weiß, dass um ihn herum seltsame Dinge vorfielen. Zum Beispiel? Jemand brach in seine Wohnung ein und suchte nach etwas. Ich glaube, ich weiß schon, wonach. Haben Sie sie? Habe ich was? Sie wissen genau, was ich meine. Die Kiste mit den Dokumenten. Vielleicht. Warum ist das so wichtig? Weil Jack tot ist. Und die Kiste ist unsere einzige Spur in diesem Fall. Die Polizei hat den Fall so gut wie abgeschlossen. Im Moment noch. Glauben Sie wirklich, dass die Morde aufhören? Ich wünschte, das würden Sie. Würden Sie mir den Inhalt dieser Kiste zeigen? Sicher. Ich muss sie aber erst aus dem Safe holen. Ob wir dem Bruder trauen können? Ich meine, er hat uns eine Wumme an den Kopf gehalten, aber er hat nicht abgedrückt. Insofern, erstmal, ne, besten Dank, dass wir noch am Leben sind. Jack ist tot. Warum befassen Sie sich immer noch mit dem Fall? Ich muss wissen, warum immer mehr meiner Klienten sterben. Mein professioneller Ruf steht auf dem Spiel. Da haben Sie aber eine schwierige Aufgabe. Ich weiß. Es war nie einfach. Das ist natürlich scheiße, ne? Wenn du den ganzen Klienten wegsterben, hast du natürlich echt ein Problem. Ich gehe runter und hole Jacks Kiste. Ich warte so lange. Aber Niki, ob wir dem trauen können? Ich weiß nicht. Haben Sie die Kiste? Nein, ich hole sie gleich. Niki, bist du sicher, dass du das... Du hast nicht mal einen Ballermann in dem... Okay, sie will sie holen, also, ne? Pierre, mein Freund, wir brauchen mal was aus dem Safe, ne? Unsere Kiste, ne? Na, Pierre, alles gut hier. Krieg ein Cappuccino. Ach, die trinkt ja, die Dame trinkt ich ja keinen Ich brauche Kaffee. Die Kiste. Einen Moment, ich hole sie. Wie letztes Mal hat er sie nur hier unter den Tresen gepackt und jetzt muss er da auch richtig für ruhen. Okay. Hier, bitte, Ihre Kiste. Danke. Arbeiten Sie eigentlich rund um die Uhr? Ich habe meinen Mitarbeitern ein paar Tage freigegeben. Wissen Sie, im Sommer konnten sie sich keinen Urlaub nehmen. Und Sie nehmen nie frei? Manchmal. Dann springt meine Frau für mich ein. Und was tun Sie dann? Ich besuche meine Freunde. Wenn ich in ein Hotel gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich über den Service aufregen. Das ist verständlich. So, jetzt mal ganz kurz hier die Kiste. Eine Kiste? Hier sollen die Briefe drin sein, die Jack auf der Brücke erwähnt hat. Okay. Sind denn das die Briefe? Ein Stapel Briefe von Mark Taine. Ah, Jack Dupree, okay. Dieser Mark Taine ist auch schon... Ich hoffe, dass diese Notizen Jack Dupree entlasten. Ah, hat er jetzt nicht mehr viel von. Das funktioniert nicht. Okay, dann gehen wir mal hoch. Mal gucken, was... Ob wir diesem Typen trauen können? Ich bin ja nicht ganz sicher, liebe Leute. Er sitzt da, ne? Ein Kleiderschrank, eine Wumme hat er auch, ne? Ich glaube, ich ziehe mich erstmal um. Hier, liebe Leute, erstmal in den Schrank, ne? Komm schon. Ich werde mich doch nicht ständig umziehen. Nee? Meine lieben Leute, dann würde ich sagen, ne? Was wir mit der Kiste, ob wir dem die Kiste geben, ne? Oder auch nicht? Ne? Ich bin ja noch ein bisschen am Überlegen, ne?
Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, erfahren, erleben, wie auch immer. Ich sag jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ist ja ganz schön spannend gewesen, muss ich ja sagen. Da, ne? Gerade so mal eben mit dem Leben davongekommen. Ne? Jetzt der Typ hier, wie heißt der eigentlich? Detektiv, ja, Detektiv, ja. Heißt einfach nur Detektiv, ich weiß nicht. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, haltet euch wacker, ciao, ciao, sagt euer Spielkind, Detektiv 45, ciao.